Sali und grüezi miteinander. Leute, es ist wieder Zeit für Fullface. Und ja, ich bin mit dem Licht nicht zufrieden. Leute, ich krieg's nicht besser hin. Ich kann machen, was ich will. Es ist so, wie es ist, würde ich sagen. Denn so wirst du zu dunkel. Und so, ja, so wird es vielleicht gehen. Dann habt ihr einfach nur schlecht meinen Spiegel, denn ihr wisst, ich muss mit dem Spiegel arbeiten. Aber egal, egal. Das sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Naja, auf alle Fälle, ich rüste mich. Ich habe meine normale Gesichtspflege gemacht, die ich so am Morgen mache. Und das wäre einfach Gesicht reinigen und dann mit einem Serum. Und mehr mache ich gar nicht. Und ja, ich habe einige neue Produkte gekauft im letzten Monat, also im Juli. Und ja, es ist primär, glaube ich, schon gekauft und nicht in Abo-Boxen. Denn das, was in der Pink-Box war, das kommt dann im nächsten Monat. Die kommt bei mir ja immer sehr spät an. Und ich muss ja das Video irgendwie drehen. Ja, bla bla bla. Das erste, was ich einfach aus meinem Backup nehme, weil ich es nicht hatte, ist ein normaler Primer. Ich nehme den vom Essen Catching Cloud Reihe und ja. Ich werde mir den jetzt auftragen, der kommt ja recht fest daher, das weiß ich. Also fühlt sich beinahe an wie Vaseline und den werde ich mir gut aufgeben. Und ja, das werde ich tun und hole euch hinzu dann nachher. So, da bin ich wieder und ja, der Primer ist drauf. Und was der speziell ist, der macht so, also zum Anfassen, ein feines Hautbild. Das ist ganz speziell, Leute. Das nächste, was ich machen werde, da habe ich aber auch nichts Neues, ist der Lidschatten Primer. Und den habe ich von Revolution und den werde ich mir jetzt aufgeben. Den mache ich immer mit dem Finger. Und ja. Ich werde mir den auftragen und wir sehen uns wieder später. So, Leute, meine Primer sitzen. Sind drauf, sind eingezogen, jetzt klebt mir ein Haar im Gesicht. Das nächste, was ich teste, ist, das war im Sale von Manhattan, den Puder Matte Make-up. Leicht atmungsaktiv, Poren minimieren, normale bis Mischhaut. In der Farbe 82 Beige. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir werden es sehen. Auf alle Fälle schüttle ich mal und gucken wir mal. Okay, es kommt relativ fest daher. Schon beinahe Musik, würde ich jetzt sagen, Leute. Das Licht hat wieder Schwierigkeiten, finde ich. Ja, ich werde mir das mal auftragen mit dem Finger aufs Gesicht. Ja, es wirkt jetzt gerade noch etwas dunkel, finde ich. Aber vielleicht täuscht das, ne? Okay, ich werde es mit einem Schwämmchen einarbeiten. Ach Leute, das könnte funktionieren. Bei dem Licht hier. Ich bin ja da dann immer so ein Held und muss im ganzen Raum bei jedem Licht schauen gehen. Auf alle Fälle werde ich mir das jetzt mal einarbeiten und ich hole euch wieder hinzu. Leute, da bin ich wieder. Und ich muss sagen, es deckt sehr schön ab, finde ich. Es hätte vielleicht ein Touch heller sein können für meine Farbe. Ich finde es jetzt relativ... Das Licht verändern, vielleicht hilft es. Ich finde es jetzt leicht... gräulich, würde ich jetzt sagen. Es ist natürlich matt und das merke ich gerade. Und eigentlich ist es ja voll mein Ding matt, aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich sehe sehr fahl aus. Vielleicht ist das das richtige Wort. Aber Leute, es spielt ja keine Rolle, es kommen ja noch mehr Produkte. Also das Manhattan Powder Geschichte, wo ich 9,90 Franken Schluss am Ende bezahlt habe, finde ich gut. Finde ich gut. Es setzt sich auch nicht blöd ab oder so. Es funktioniert sehr gut mit dem Schwämmchen. Das darf bleiben.
Das nächste, was ich jetzt testen werde, ist von Judith Williams. Und zwar der Long Lasting Concealer. Wasserfest, hohe Deckkraft, höchste Pigmentierung und Tragekomfort. Jetzt natürlich ist hier noch der Klebi daran. Ich hoffe ganz fest, dass ich meine Nägel nicht zerstöre. Da kann ich euch ja gerade mal das Bild einblenden, Leute. Ich trage nämlich den hier, nur hier, den neuen Nagellack auf. Ich werde euch ein Bild einblenden, wo ich ihn lose trage. Dort sieht man ihn nicht. Das ist der von der Birthday Collection, 20 Jahre von Essence. Make Beauty Fun Nail Top Coat. Es steht ja auch Top Coat, das habe ich nicht geschnallt, wo ich das Foto gemacht habe. So sieht es jetzt aus. Ich habe mir nur einen Finger bemalt und ja, das gefällt mir. Pinsette, denn ich möchte eigentlich meinen Nagellack wirklich nicht schon wieder zerstören. Die Arbeit, die ich geleistet habe, ne? Also, Judy William Long Lasting, den kann ich nicht schütteln, macht keinen Sinn. Den werde ich mir jetzt auftragen auf meine Stellen, wie ich es mag. Oh, ein riesen Oschi, Leute. Okay, riesig. Kommt auch gerade sehr viel Produkt, finde ich. So. So mache ich das, so verteile ich das. Ich hole euch. Ja, ich glaube schon wieder. Oder ihr könnt ja auch mal bleiben, Leute. Ich mag das auch mit dem Schwämmchen. Okay, er trocknet schon relativ schnell an, finde ich. Aber mit dem feuchten Schwämmchen geht das dann klar. Gibt es hier eigentlich auch eine Farbbezeichnung? Habe ich jetzt gar nicht geschaut. Zumindest sehe ich es nicht. Ich glaube nicht. Leute, so sieht das aus. Lass mich mal genauer anschauen im Spiegel. Ja, was soll ich sagen? Leute, kommt mal näher ran. Jetzt natürlich, die Foundation ist relativ dunkel, der Concealer etwas heller. Ich denke, das ist, scheint, also wird kein Problem sein. Aber ich finde trotzdem, er setzt sich ab in meinen Falten. Die sehen jetzt recht runzelig, sag ich mal. Seht ihr das? Und ich finde jetzt trotzdem, dass man die Schatten noch sieht. Ja. Hätte ich mir mehr erwartet, denn er hat ja doch noch einen Preis gekostet. 7,95 Euro. Aber er ist nicht schlecht, Leute. Er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht. So. Das ist ja alles schon genug gemacht. Trotzdem möchte ich Setting Powder anwenden, auch aus dem Grund für die Augen. Es steht fixierend, mattierend, Weichzeichner-Effekt von Trend It Up. Und ja, den nehme ich jetzt mal. Okay. Leute, es hätte so ein, weiß ich nicht was, mit dabei. Den werde ich bestimmt nicht nutzen. Natürlich ist hier auch noch die Folie daran. Und dann kann ich es euch jetzt auch noch zeigen. Der ist wirklich weiß, weiß, weiß. Weiß, weiß, weiß. Ich nehme jetzt mal die Folie weg. Die, Leute, sehr gut hält. Aber wirklich sehr gut. Da kann man jetzt nicht behaupten, dass es nicht klebt.
Und nimm mir doch mal einen fluffigen Pinsel, der fühlt sich fluffig an. Jetzt brauche ich natürlich den Deckel noch, denn ich muss das ja einmal drehen. Ich denke nicht, dass hier noch etwas Spezielles steht. Nö. Die seidige zarte All-in-One Low Setting Powder mit Bambuspulver ist ein wahres Multitalent. Es fixiert, mattiert jeden Look, legt sich wie ein Weichzeichner über das Gesicht und verleiht der Haut ein ebenmäßiges Finish. Ja, ich wäre ja nicht schon genug matt. Okay, es kommt auch gut Produkt dann raus, das finde ich schön. Ich werde das jetzt primär nur bei den Augen machen, denn ich finde, ich bin ja eigentlich schon gut matt. Vielleicht bei der Stirn noch in der T-Zone. Weil irgendetwas schmeckt nicht so lecker. Ich bin mir, kann ja schlecht daran richtig riechen, sonst atme ich es ein. Irgendetwas schmeckt, naja, nicht ganz so schön, sage ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mein Pinsel ist. Nö, nö, nö. Ju! Leute, ich muss natürlich jetzt gestehen, ich finde das sehr schwierig zum Beurteilen. Da ich ja schon matt bin, kann ich nicht sagen, macht es noch mehr matt. Es fühlt sich gut an. Kommt, Leute, es fühlt sich gut an. Für den kleinen Preis vollkommen in Ordnung. Als nächster Schritt würde ich gerne Blush machen. Und den Blush habe ich von Revolution. Und zwar der Blusher Reloaded Peach Cream. Und er wirkt jetzt sehr hell. Ich weiß nicht, wie gut ich den wahrnehmen werde. Und ich nehme mir einen Pinsel. Ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, dass ich den gar nicht so sehen werde auf der dunklen Foundation. Ja, es war doch, Leute. Doch. Man sieht ihn schon. Bin mir vielleicht einfach nicht ganz gewohnt, solche helle Blush. Seht ihr's? Mach mal die andere Seite. Häufig ist es ja so, dass man es auf einer Seite besser sieht. Ja, ist sehr, sehr dezent jetzt. Also ich denke nicht, dass ich den jetzt noch besser aufbauen kann. Ich glaube nicht, dass ich mehr Farbe hier rausholen kann. Ja, ihr werdet sowieso das Bild sehen und ich... So viel ich mich erinnern kann, sieht man auf dem Bild auch beinahe nichts. Also von dem her, ja. Ja, er ist nett. Er ist nett. Revolution selber ist aber eine tolle Marke, ich mag sie. Highlighter habe ich mir auch nichts Neues gegönnt, jetzt habe ich mir einfach... meine Schublade geöffnet. Ich nehme jetzt einen größeren Pinsel, weil ich ja sehr matt bin. Ich werde mir den von Phase Zero jetzt einfach auftragen. Ich habe ja eh noch keine Ahnung, was für eine Lidschattenpalette es sein wird heute. Und dann spielt das keine Rolle. Ich mache aber jetzt Highlighter und gehe mir den auf. Leute, ich denke einfach, das liegt an der Foundation. Ich habe auch das Gefühl... der Highlighter verschwindet. Ja, zwar hier in der Kamera, kann man ihn sehen. Komm, soll der Geiz. So, der ist drauf, ne? Der ist drauf. Leute, jetzt, wie gesagt, ich habe 2, 4,
fünf neue Paletten. Ich werde jetzt gerade mal mein Spinningrad starten, das mir helfen soll beim Entscheiden. Wo bist du zu Hause? Wahrscheinlich zuletzt. Und ich werde es drehen. Die Palette Nummer 3 soll es werden. Und ich zähle von oben nach unten. Komm, Tablet wieder weg. Nicht, dass noch etwas passiert, ne? Die 3, die 1, 2, 3. Okay, gerade die, die ich eigentlich gar keine Lust habe. Aber was soll's, Leute? Das erste, was ich mir neu gekauft habe, habe ich ja schon gezeigt. Von BH Cosmetic Digital Future. Das wäre diese Palette gewesen. Dann von Lissabon, also von Rival Loves Me. Die habt ihr auch genügend gesehen, denke ich. Es wird die von Catrice werden, die ihr zwar sicher auch schon zur genügend gesehen habt, die ich mit euch teste. Dann hätte noch die von Isle of Revolution, die Watermelon Shadow Palette, die hätte mich irgendwie gelustet. Auf die hätte ich Bock gehabt, sage ich mal. Aber hey, Leute, Schicksal soll entscheiden. Und ich habe mich noch von BH geleistet, die Zodiac Palette, also die Mystic Zodiac Moon Palette. Da BH ja wahrscheinlich nicht mehr lange in dem vertreten sein wird. Und ich habe sie mir doch auch gekauft, die Eye von Revolution, die Coca-Cola Palette. Die finde ich wunderschön, die hat mir mega gut gefallen, auch bei den Swatch-Momenten. Wirklich, echt, war echt genial. So, aber wie gesagt, es wird die Catrice Eyeshadow Palette. Ja, gut. Ich werde bestimmt starten mit dem Hellen und mir das eigentlich aufs komplette Auge aufgeben. Und da ihr das nicht sehen werdet, wahrscheinlich groß in der Kamera, hole ich euch später hinzu. Aber schaut euch doch gerne mal das Foto genauer an. Leute, ich habe keine Ahnung, wie viel die Kamera aufgenommen habe. Aus irgendeinem Grund hat sie mir jetzt abgestellt. Muss ja einen Grund haben. Naja, jetzt erzähle ich euch nochmal, was ich schon gemacht habe. Ich habe das Weiße als Base genommen, ich habe das Helle als Verblendung genommen und ich würde jetzt gerne zum nächsten Schritt kommen. Jetzt brauche ich natürlich wieder einen Pinsel. Ne? Ich möchte jetzt einen etwas fester gebundenen nehmen, der nicht so groß ist. So. Ich nehme den und ich werde mir das wirklich pink, pink, pink in die Lidfalte versuchen zu setzen. Ich glaube, das lasse ich so. Ich möchte gar nicht mehr machen. Ich werde mir jetzt aber noch, habe mich jetzt entschieden, mit dem dunklen, hier mit dem matten, im äußeren Augenwinkel noch etwas zeichnen. Jetzt drehe ich mich schon wieder zum Spiegel, obwohl ich gesagt habe, ich möchte das hier versuchen.
Das werde ich so lassen. Das gefällt mir. Schwieriger finde ich es jetzt zu entscheiden mit den Glitzertönen. Klar, passen würden die erdigen Roséfarbenen. Ich finde die blauen aber schon ziemlich cool und ich denke, zum Outfit könnte es passen. Ich werde das nicht das Dunkle nehmen, ich werde das Helle nehmen. Und das mache ich aber eigentlich immer mit dem Finger. Also da gibt es nichts anderes. Change. Oder ich könnte auch das Dunkle im äußeren Winkel noch nutzen. Könnte. Ich überlege noch. Das heißt, ich mache jetzt wirklich nur mal den inneren Winkel. Jetzt hätte ich mir beinahe die Nase angemalt. Ich wage es jetzt noch mit dem Dunkeln. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist, aber hey Leute. Ich kann das ja nur so wissen. Obwohl das Dunkle ist schon noch schön. Na Leute, da muss ich etwas mehr raus, sonst sieht das komisch aus. Nicht schlecht, Leute. Gar nicht schlecht. Ja. I like it. Jetzt überlege ich gerade. Das darf nämlich so bleiben. Ich möchte gar nicht mehr. Das nächste, was ich jetzt machen, wird ein Fixierspray sein. Ich nehme den ich mir neu gekauft habe von Alverde, den Gesichtsspray Melone. Ich schüttle ihn, Packaging ist, könnte mehr schöner sein, ist nicht spektakulär. Wir schauen. Okay. Es kommt gefühlt sehr viel Produkt raus. Und es riecht wie ein Süßwarengeschäft fusioniert hätte mit einer Seifenfabrik. Echt Leute, genau so riecht's. Denn ich rieche das Sweetie Melon Gedönse und trotzdem extrem viel Seife. Okay Leute, ich sehe jetzt etwas ganz Schreckliches. Oh mein Gott Leute, oh mein Gott. Seht ihr meine Stirne? Das sind meine Runzeln, die sich jetzt abgesetzt haben. Das finde ich jetzt gar nicht nice. Das wird wohl von der Foundation sein, Leute. Das geht doch gar nicht. Das darf nicht sein. Ich krieg's nicht mal weg. Entspann deine Stirne. Ja, unter den Augen aber auch. Ja, Leute, das macht mich natürlich extrem alt. Finde ich jetzt gerade gar nicht schön. Ich versuche mal kurz. Ich habe ja auch schon von dem Bacon gehört mit Puder. Ich weiß, ich bin jetzt etwas spät dran. Ich glaube zwar nicht, dass das noch etwas retten kann. Aber lass es mich versuchen. Das finde ich super schlimm jetzt gerade. Echt. Das ist mir sehr, sehr unangenehm, wenn ich dann so schlimm alt aussehe. Das darf nicht sein. Ich kann es nicht retten. Die Falten werden bleiben. Habe ich das Gefühl, ich bin hier viel zu hell unter dem Auge.
Ach Leute, das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle mit der Foundation. Das wichtigste Element finde ich. Ja. Okay, Leute, dann kann ich spannend weitermachen. Spielt keine Rolle. Ich werde nicht bombastisch aussehen. Ich habe mir auch noch gekauft ein Kajal von Trend It Up, den Long Lasting, in der Farbe. Schieß mich tot? Nee, ich weiß nicht, wie die Farbe selber heißt. So in einem knalligen Grün. Das werde ich mir jetzt auch unterhalb auf dem Auge noch aufsetzen. On top. Dazu muss ich aber wirklich zu meinem Spiegel. Ich werde euch wieder hinzuholen. Versprochen. Da bin ich wieder, Leute, und ich habe ihn mir einfach unterhalb aufs Auge gesetzt. Ich finde jetzt nicht, dass das gerade wahnsinnig passt, aber es ist mir sowas von wurscht, denn ich bin sowieso mit der Base nicht zufrieden. Punkt, Amen, End, aus. Gut, ja, what else? Das nächste, was ich jetzt machen werde, denn schlimmer kann es nicht kommen, ich werde mir echt einen Eyeliner setzen. Ich habe mir zwei Stück gekauft. Ich bin ein absoluter Eyeliner-Nerd. Ich habe mir den von Rival Loves Me, den Liquid Eyeliner Waterproof Black gekauft. Da ich überzeugt bin, dass ich mich wahrscheinlich wieder abschminken werde, zuletzt werde ich nicht den nehmen, sondern ich werde den nehmen von Rival The Loop, den Liquid Eyeliner Black Matte. Denn der ist, glaube ich, nicht wasserfest. Und Leute, das muss ich jetzt in Ruhe hier im Spiegel machen, wahrscheinlich eine halbe Stunde brauchen oder so. Und ich hole euch hinzu, wenn es fertig ist. Also guckt noch mal. Es ist schrecklich, Leute, geht gar nicht. Hier, nee. Hier würde noch gehen. Es ist wirklich einfach dort, wo du die Falten hast. Ich habe das Gefühl, ich werde alt. Auch hier, diese. Oh mein Gott. Bis nachher. Wow, Leute, ich bin zufrieden. Ich bin ein Nerd, was Eyeliner anbelangt, aber mit dem lässt sich mega gut arbeiten, wenn er noch flüssig ist. Ich denke, wenn er eintrocknet, wird er schwierig. Denn es ist so ein schöner, langer, feiner Pinsel, dass es mir Spaß macht. Wie gesagt, ich bin ein Nerd. Ich habe es nicht geschafft, diese Symmetrie so eins zu eins hinbekommen, wie ich es gerne hätte, aber das lässt sich sehen, Leute. Ich bin es mir halt einfach nicht gewohnt an mir und ja, aber ich bin zufrieden. Ich habe es nicht verkleckert. Es ist ein relativ gerader Strich geworden. Ja, toll. Das finde ich jetzt nett. Auch wenn das Ganze sonst nicht gut aussieht, aber das finde ich nett. Ich werde mir jetzt, und jetzt habe ich natürlich meine Abschminktücher nicht da. Ich möchte mir kurz meine Augenbrauen sauber machen. Mal kurz in der Zwischenzeit. Von Make-up befreien, damit die wieder ein bisschen Leuchtkraft kriegen. Denn ich werde sie nur fixieren, meine Augenbrauen, wie immer. Das wird schon das Make-up sein. Das ist sehr, sehr, sehr dick. Das setzt sich ab, Leute. Ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Primer schuld ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ja, wer meint, der ist der nicht der. Das ist der, der nicht weiß. Auf alle Fälle wollte ich zuerst, habe ich noch hier Kajal. Den werde ich aber verwerfen, denn sonst sieht das noch komisch aus. Also es ist nichts. Es ist ja eh nichts Neues. Was ich noch mache, sind jetzt Lashes und ich habe hier die Essence You Better Work Light Definition Mascara in Waterproof. Ja, mache ich kurz, werde ich. Ja, da gibt es auch kein Bild, denn es ist aus dem Backup. Ich werde euch, oder denke, ich werde euch nur Bilder einblenden von meinen neu eingezogenen Produkten. Denn wie ihr wisst, bin ich berufstätig, mache das nebenbei noch. Und jeder, der YouTube macht, kann sich vorstellen, dass einfach diese Fotos auch schon eine halbe Ewigkeit brauchen. Ich bin von der Mascara leider noch nicht überzeugt. Ich finde, sie macht zu wenig Kabam. Aber ja.
Sorry, das muss reichen. Wie gesagt, mit der Mascara bin ich noch nicht zufrieden. Ich möchte sie aber noch zwei, dreimal testen, bevor ich sie weitergebe oder wie auch immer. Ich werde jetzt noch meine Augenbrauen fixieren mit dem Gouache-Produkt. Sieht jetzt relativ weiß aus, ob so ist das, bis es trocken ist. Was ich gar nicht vorbereitet habe und ich aber trotzdem gerne möchte, denn spielt keine Rolle, ist noch ein Lippengedönse und keine Ahnung, was ich nehmen möchte. Ja, vielleicht nicht gerade so rot. Das spielt keine Rolle. Mein Make-up ist, ich bin eh nicht zufrieden. Ich werde jetzt den von, nehmen von CN Lipstick in der Farbe Vintage Rose. Passt nicht dazu, ist mir egal. Leute, ich mache da mal mit den Haaren und Sophie, wir sehen uns wieder. So, Leute, da bin ich wieder. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich, der Augenlook würde noch gehen. Es ist gar nicht so schlimm mit den vielen Farben und so. Ich finde die Foundation schrecklich, Leute. Wirklich schrecklich. Wie gesagt, sie setzt sich überall ab. Mein Versuch noch mit Puder etwas zu retten, hat jetzt Schluss, also am Ende mit den Produkten, die ich hier für euch vorbereitet habe, nur verursacht, dass ich wahnsinnig hell unter den Augen bin und die Lidschattenpalette ist okay. Ja, was soll ich sagen? Komm, ich zeige nochmal meine neuen Produkte und spreche Klartext mit euch. Den Revolution Highlighter Blush, der ist sehr, sehr dezent. Ich finde ihn aber gar nicht schlecht. Ich denke, jetzt bin ich halt auch sehr dunkel. Deshalb im Winter könnte der echt was sein. Also den finde ich gut, sagen wir so. Ich möchte jetzt nichts mehr zu der Foundation sagen. Ihr seht es selbst. Die macht mich alt. Ich finde die bäh. Gerade wieder am richtigen Ort versorgen. Ne? Den Liquid Eyeliner. Sensationell. Gefällt mir sehr, sehr gut. Würde ich. Also, so kann ich es mir vorstellen, Eyeliner zu üben, sage ich mal, mit dem Produkt. Den Low Setting Puder hat mir auch gefallen eigentlich. Außer, ich denke, es ist der Geruch vom Puder, der nicht so sensationell ist. Aber hey Leute, das ist Meckern auf großem Niveau. Den Alverde Gesichtsspray Primer. Also Geruch ist echt scheußlich. Kauft euch den echt nicht wegen dem. Da gibt es leckere Produkte. Das Gefühl auf der Haut ist aber angenehm, es brennt nicht, es tut nichts, es ist okay, ja. Von den Judith Williams hätte ich mir jetzt mehr erwartet, aber ich bin mir natürlich jetzt nicht sicher, ob es auch das Problem der Foundation ist, dass der nicht funktioniert. Dem gebe ich sehr gerne einfach mal eine zweite Chance. Dann ist natürlich noch der Nagellack, den On-Top-Coat, den finde ich schön. Den finde ich schön. Und die Eyeshadow-Palette von Catrice gefällt mir auch. Auch wenn die Farben etwas speziell darin sind, sage ich mal, sie matchen für mich halt nicht hundertprozentig zusammen. So. Ich finde das Braun und dann einfach diese zwei Blautöne tanzen schon ziemlich aus der Reihe. Aber das ist Freiheit, ne? Künstlerische Freiheit. So, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt, was neu eingezogen ist und was wir getestet haben. Wie gesagt, es ist höchstens das Make-up, was ich sage. Buh. Aber der Rest hat irgendwie funktioniert. Und das Judith Williams Produkt werde ich bestimmt noch mal eine Chance geben. Ja, Leute, so sehe ich aus. So bin ich zufrieden. Ich gehe jetzt noch in alle Spiegel schauen, wie ich gesagt habe, bei jedem Licht. Denn hier ist nicht dasselbe Licht wie dort und da und hier. Das waren meine Produkte, die neu eingezogen sind im Monat Juli. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und
kauft gewisse Produkte vielleicht nach oder nicht nach. Das ist aber alles meine persönliche Meinung. Das empfinde ich als nur Beauty-Liebhaberin und nicht wissenschaftliche irgendwas, sondern es ist ein Hobby von mir, mehr nicht. Ja, ihr dürft mich sehr gerne abonnieren. Lasst mir einen Daumen nach oben da und wie auch immer. Was mir wichtig ist, ich wünsche euch von Herzen einen wunderschönen Tag, einen Tag, Nacht, was auch immer. Ich habe ja keine Ahnung, wenn ihr das Video schaut, aber ja, gebt Sorge, habt's gut und ich sage ganz einfach Tschüss.